Selten hat ein Opernklassiker so viele Buhrufe geerntet wie gestern Rigoletto in Zürich. Das Erfolgsstück von Giuseppe Verdi, normalerweise ein absoluter Publikumsliebling, hat Premiere gefeiert. Aber nicht so, wie man es bisher kennt hat, sondern zünftig entstaubt und neu inszeniert. Kein unriskanter Schritt bei so einem bekannten Stück, wo jeder mitsingen kann. Hier reiht sich ein Ohrwurm an den anderen. Jede Melodie von Rigoletto ein Gassenhauer. Nicht zuletzt, seit sich die Werbeindustrie bei Verdi bediente. Keine einfache Ausgangslage für den albanischen Startenor Saimir Pirgu. Ist schon ein Druck, weil alle kennt diese Arie und alle warten, wie dieser Junge singt. Und das klingt dann so. Ganz klassisch, im Gegensatz zur Inszenierung. Die Geschichte um einen frauensüchtigen Herzog wird von der Mitte des 19. Jahrhunderts ins Heute transferiert. Das Stück spielt in einer Gesellschaft, in der keine Politik mehr gemacht wird, sondern nur noch böse Partys gefeiert werden, die dazu da sind, um die Hackordnung zu zementieren. Und wenn man sich mal so ein bisschen umguckt in Europa und so Figuren sieht wie Berlusconi, dann kommt einem vieles bekannt vor. Modern auch das Bühnenbild. Ein Tisch und ein paar Stühle. Das Verdi-Lifting löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die Inszenierung habe ich ganz toll gefunden, obwohl es Buh gegeben hat. Aber es ist auf den Punkt abstrahiert worden. Und so werden die Gefühle eigentlich sehr viel mehr geweckt, als wenn da in Gewänder und Alabaster und Schwerter gespielt wird. Von den Buhrufern will keiner vor die Kamera treten. Er hingegen schon. Sir Peter Jonas, eine Koryphäe der Oper. Für sein Schaffen wurde der Engländer sogar schon von der Queen geadelt. Das war nicht nur erste Klasse, das war ein hinreisender, vorzüglicher, genialer Abend. So was braucht Zürich. Wir brauchen das, zu zeigen, dass so ein Meisterwerk anders gemacht werden kann. Seine Worte, Balsam für die Regisseurin, die trotz Buhrufen strahlt. Das mit den Buhs ist man ja eigentlich schon gewöhnt als Regisseur. Ja, und man freut sich aber auch, wenn eine Arbeit kontrovers diskutiert wird und wenn man das Gefühl hat, ein großer Teil des Publikums hat es verstanden und gemocht. Und ja, man kann nicht immer allen gefallen. Ich selber bin wahnsinnig zufrieden mit der Arbeit. Diesen Schluck hat sie sich verdient. Sie hat einen Klassiker entstaubt. Und dass sowas Staub aufwirbelt, ist klar.